Freiheit bedeutet für mich, dass ich keine festen, starren Regeln habe, nach denen ich mich richten muss, sondern eher Richtlinien habe, die sowas vorgeben, was eben dafür sorgen kann, dass wir alle gut miteinander umgehen und nicht so anecken. Also bei Innovex hat man die Freiheit, sich die Hardware selbst auszusuchen. Man hat die Freiheit, theoretisch auch zwischen den Bereichen zu wechseln, wenn man mal an was anderem Interesse hat. Okay, Work-Life-Balance ist natürlich ein großes Buzzword, ist für mich selber natürlich auch wichtig, weil Arbeit ist nur das halbe Leben. Homeoffice-Regelung zum Beispiel gefällt mir ganz gut. Kann man, wenn es das Projekt zulässt, sehr individuell regeln. Also da braucht man nicht sich abmelden oder so. Ich entscheide es meistens von Tag zu Tag, ob ich zu Hause arbeiten will, ob ich herkommen will. So, das finde ich ziemlich gut. Rein bei Innovex gibt es keine Kernarbeitszeiten. Man kann sich die Arbeitszeit einteilen, wie man möchte. Man soll halt gucken, dass es im Team, im Projekt funktioniert. Ob ich jetzt morgens um 10 anfange und dafür abends vielleicht mal ein bisschen länger arbeite oder ob ich der Frühaufsteher bin und morgens um 7 schon im Büro bin, wenn noch keine Kollegen da sind. Man hat die Freiheit, von 9 bis 6 zu arbeiten. Man kann auch mal einen Tag länger machen und am nächsten Tag dafür weniger. Diese typischen Sachen, wenn irgendwie eine Deadline ranrückt, dass man 60 Stunden die Woche arbeiten muss oder sowas, das habe ich schon echt lange nicht mehr erlebt. Weil normalerweise wir die Sachen so gut organisiert bekommen, dass alles rechtzeitig fertig ist. Das sorgt dafür, dass ich zufrieden und glücklich bin. Und wenn ich zufrieden bin, profitiert eben auch die Firma davon.